Was geht ab, YouTube, und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute The Hunter, Call of the Wild, meine lieben Freunde. Und wir sind auf der Suche nach einer Wetterstation, die irgendwo hier in der Richtung sein soll. Ich glaube, ich bin auch gleich schon im Gebiet drin. Ja, jetzt gleich betrete ich das Gebiet. Was haben wir denn da? Ein Warnruf von einem Hirsch, der da vorne rennt. War das Ding weiß? War das ein weißer Hirsch? Elch? Oder war der jetzt nur weiß wegen meinem Licht? Sehr alt kann ich. Ich habe es gerade gesehen. Scheiße, ey. In der nächsten Folge muss ich mal eben reinschauen. War das ein weißer Elch? Wir zusammen. Ich kann gar nicht reingucken, weil die Folge ja noch am Laufen ist. Ich glaube nicht, dass der weiß war. Ich glaube, das war nur vom Licht. Oh, Leute, was meint ihr? War das ein weißer Elch? So ein Albino-Elch? Boah, das wäre ja geil, ey. Weiß ich gerade nicht, ob das richtig war. Wenn es Albino-Elch war, dann wird er wahrscheinlich ziemlich viel Wert haben und ziemlich viel XP. War es aber keiner und nur vom Licht her, muss ich nachher wieder hinrennen zur Wetterstation. Außerdem, warum wird es jetzt dunkel? Next on our mystical fantasy tour, the gateway to the underworld. Go to the next outpost, if you dare. Oh, sorry. I get super bored sitting here while you do all the legwork. War das ein Weißer oder war es nicht? Schade, sehr ärgerlich, ey.
Das macht mir gerade die ganze Zeit Gedanken drum. War es einer, war es keiner? Ich weiß es nicht, ey. Ich glaube, das war keiner. Ich glaube, das war einfach nur vom Licht her oder so. Ich würde sagen, ey, sonst wüsste ich auch gerade nicht. Es war einfach vom Licht her. Ich weiß ja nicht mal, ob es Albinos hier überhaupt gibt in den Game. Ach, egal, ich glaube nicht, dass das. Das war, glaube ich, kein Albino. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Erstmal drauf geschissen. Wäre aber geil gewesen. Also da hätte ich jetzt mega Bock drauf gehabt, auf so ein Albino-Elch oder so. Und geil wäre das denn gewesen, ey. Aber arschdunkel hier, seht ihr überhaupt was? Also ich sehe kaum was. Habe ich hier nicht schon mal gejagt in der Gegend? Ich meine schon. Ich meine, hier waren die Wildschweine. Sieht auch alles gleich aus. Licht an hier. Und wie hell das ist, ich glaube schon. Welcome to the gateway to the underworld. A popular destination for climatologists and tourists alike, when it's not 45 below. If you want to know more, there is helpful information in your codex, lovingly prepared by yours truly. This
stands were left behind by the previous expedition. We lost contact with a group a few weeks ago. We sent search parties after them, but then the storm hit. I can't imagine that helped their chances. You're the first person to make it here since the storm. Since you've proven your bloodhound skills, could you take a look around? Das Ausruhen kostet Geld? Unfassbar. Was soll ich machen? Okay, ich soll hier nach das durchsuchen nach der letzten Expedition, ob ich hier was finde. Schauen wir doch mal. Fertigkeitspunkt läuft. Soll ich jetzt ein Foto von Luke schießen? Okay. So, the police have resumed searching for our missing party members, thanks to your scouting. I am praying for a miracle to find them. But I didn't bring you here to hunt for missing persons. Perhaps you desire a challenge more befitting your experience. Lynx migrated to this area many years ago, after some overzealous hunters killed off all the wolves. The wolves moved out, the lynx moved in. That's just how it goes out here. Everybody's hungry. It's hard to spot the lynx, but documenting their migration and survival is essential to our research. Nanets have already reported lynx in your area. Find a lynx and photograph it for us. They're extremely fast and highly sensitive. So, stealth is the word when tracking them. Thank you.
Muss ich jetzt ein Fotoapparat kaufen oder was ist jetzt hier los? Oh, ein Entfernungsmesser. Wir gönnen uns mal ein Zelt. So. So, arktisches Ding haben wir uns auch mal gegönnt. Großreduzierer, Duftstoffe, Rehduft, Moschusduft. Eiswedel hier, Stuft, Schwarz, Rapidduft, Wildschweinduft, Schwarzwelt hier, Stuft, Echtduft. Das ist doch schon besser. So. Gesamttragkapazität. Ja, ja, läuft, läuft, läuft. So, annehmen. So, meine lieben Freunde, wir sind aber auch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Liken bitte nicht vergessen. Wie ich den Fotoapparat benutze, wäre auch cool, wenn ihr mir das mal sagen würdet. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein.